verehrte Zuseherschaft, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Premium-Rubrik Aushalten. Der Rubrik, bei der man sich schon beim Zusehen die Augen aus dem Kopf schämt. Und auch da werden wir heute keine Ausnahme machen. Wir beide werden uns heute drehen. Ununterbrochen und ohne Pause. Das wird sehr unangenehm, aber nur so kann ich die Weltmeisterschaft erringen. Ladies and Gentlemen, wir spielen Aushalten. Was ist das? Ruhe bitte, wir drehen. Und bitte, jetzt darfst du. Ist das die eigentliche Qual, dass ich jetzt den ganzen Tag billigste Drehen-Wortspiele über mich ergehen lassen muss vom Wortakrobaten Joko Winterscheid? Du musst ja nicht gleich durchdrehen, nur weil wir jetzt hier uns drehen. Ne? Wie immer beim Aushalten hat die Redaktion sich Joker einfallen lassen, die uns das Leben hier vermeintlich erleichtern sollen. Sollte es dazu kommen, dass man einen Joker nicht ausführen möchte oder die Übelkeit einen übermannt und dadurch das Spiel beenden will, muss man folgende Worte sagen. Ich breche den Dreh ab. Außerdem gibt es noch etwas, eine Besonderheit. Da befindet sich der Action-Button. Wenn man es schafft, in der vorgegebenen Zeit von 2 Sekunden diesen Action-Button zu erreichen, dann hat man kurz Pause und darf den anderen drehen, und zwar so schnell man möchte. Das sind, weiß ich nicht, von hier geschätzte 6 Meter oder sowas. Wie soll man das in 2 Sekunden schaffen, ihr Idioten? So, übrigens, wenn man den Action-Button in der vorgegebenen Zeit von ausreichenden 2 Sekunden nicht erreicht, dann ist man selber der Gelackmeierte und wird schneller gedreht vom anderen, der dann wiederum Pause hat. Also, ist klar, ne? Alter. Kannst du noch? Also spürst du in dir Potenzial, das lange aushalten zu können? Ich bin topfit, ne? Also mir macht das gar nichts aus. Ich drehe mich ja in meiner Freizeit auch ganz gerne einfach so zu Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das unangenehm. Oh, fuck. Mir ist schlecht. Könnte ich bitte ernsthaft irgendwas haben für den Fall, dass ich spucken, retournieren, kotzen muss? Retournieren, der feine Herr muss retournieren. Was denn, ist nicht so gut gerade? Nee, gar nicht. Warte, ich versuche jetzt hier mal einen Joker. Oh. Verlasse deinen Körper. Das Ding muss ich jetzt einfach andrehen oder was, und dann... Und dann kannst du deinen Körper verlassen, dann kannst du eine transzendentale Erfahrung machen. Funktioniert einwandfrei. Ich verlasse jetzt gerade meinen Körper. Ich bin über dir. Jetzt bin ich neben dir. Jetzt sehe ich gerade Fernsehen zu Hause auf der Couch. Ach, guck mal hier, ich lasse mir gerade eine Badewanne ein. Mensch. Kann ich das behalten für später, für privat? Schwachsinn. Das sind wieder so Joker von wegen, soll helfen und hilft nicht die Bohne, ne? Was, ein Sprüchebuch aus den 80ern? Das hilft nicht die Bohne. Aber ansonsten ist das hier 1A. Boah. Weißt du was? Mir ist ein bisschen langweilig hier. Oh, fuck. Döner. Erklär mir mal, was los ist. Ich kann nicht hochgucken. Ich bin ein Döner. Hä? Du bist ein Döner? Ja. Ja, das finde ich äußerst lustig. Sag mir mal ernsthaft, was soll mir das für eine Erleichterung bringen? Knusprig und lecker. Was ist mein Vorteil daran, knusprig und lecker zu sein? Ey, Leute, mal wirklich jetzt mal. Was habe ich denn für einen Vorteil daran, dass ich ein Döner bin? Wie möchtest du deinen Döner denn haben? Mit alles? Kräutersoße, Knoblauchsoße? Probieren Sie doch einfach einmal ganz kurz unsere... Oh Mann, ey, Alter, hör auf, bitte, bitte.
Oh, ihr Affen, das ist ja echte Dönersoße. Das ist richtige. Alter, in den Nacken, du bist so ein Schweine. Oh, ja, nicht ist, ist das in den Bretter rein? Ja, genau, das Ding, das explodiert dann auch noch. Ja. Oh. Na, wer lacht hier wohl zum Schluss? Der Döner oder der Dönermann? Oh, fuck, Alter. Du, da riech ich lieber ein bisschen nach Kräutersoße. Oh Gott. Ne, aber dafür ist mir nicht schlecht. Das ist, glaube ich, der Kräutersoßengeruch, der mir hier gerade hier den letzten Stoß versetzt. So. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Lalalala, lalalala, lalalala. Danke, Anja, danke schön. Oh, fuck. Teint auffrischen. Ah, sehr gut. Joko, jetzt wird mal dein Teint ein bisschen aufgefrischt. Du siehst, muss ich sagen, du siehst wirklich nicht gut aus, ne? Muss ich dir sagen, du siehst nicht gut aus. Ugh. Oh, das ist so. Nee, ernsthaft. Joko. Der sieht ja aus so wie eine Kalkleiste, ne? Der sieht nicht gut aus, ne? Jetzt wird's hier langsam von weiß zu grün, ne? So. Joko, ich will dir nur helfen. Oh, fuck, du siehst wirklich aus wie Rüdiger, der kleine Vampir, ne? Du musst dich wieder ein bisschen fernsehgerecht machen, ne? Du willst auch ein... Stopp. Nicht mehr drehen. Fuck it. So. Sind wir fertig jetzt? Nee, so läuft das nicht. Wir müssen jetzt so lange warten, bis einer hier oben draufklickt. Ja, aber dann geht's erst weiter. Es muss jetzt jemand kommen, der sagt, das will ich sehen. Und dann sitzt du hier rum und wartest, oder was? Ja, so ist es halt. Das ist halt, ne? Wenn du bei YouTube dabei sein willst, dann musst du halt manchmal. Ja. Das ist eine Form von Aushalten. Das macht mich irre. Ich kann nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ich habe auch noch andere. Du musst mich jetzt nicht. Wenn du mich jetzt blöd von der Seite anmachst, ich kann nicht draufklicken. Ich bin mit dir hier drin. Wenn ich jetzt zu Hause vom Rechner sitzen würde und uns da sehe, würde ich sagen, hier draufklicken, dann können wir weitermachen. Ich habe überhaupt nichts gegen Internet, ne? Aber es ist mir einfach zu langsam. Ständige Rumgesitze. Kann jetzt bitte irgendeiner. Kann man aus dem Internet raus telefonieren, weißt du das? Könnte mal jemand anrufen. Also wenn mein Modem läuft, ist bei mir zu Hause besetzt. Ja. Aber Handy? Wenn ich jetzt mit dem Handy aus dem Internet einen anrufe und sage, der soll da draufklicken. Ich glaube, grundsätzlich im Internet brauchst du Geduld. Aber nochmal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Kann ich jemanden aus dem Internet anrufen? Und nur weil langweilig ist, musst du mir jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Fragen stellen. Das Schöne ist ja, das muss man im Internet zugutehalten, man hat ja wenigstens unbegrenzt Sendezeit.